Jawohl, liebe Leute, und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir machen heute, wie ihr sehen könnt, ein kleines Coaching, und zwar habe ich den guten Marvin bei mir. Hallo. Genau, und Marvin, der hat jetzt erst gerade angefangen mit Ranked zu spielen, hat jetzt schon 4 Spiele gemacht, 2 gewonnen, 2 verloren, ist also theoretisch etwa bei 1000 Elo, aber er wollte, dass ich mir auch mal seine Wirtschaft ein bisschen anschaue, und vor allem hat er die Fragen in den Raum gestellt, wie man am besten Paladine countern kann, wenn man keine Kamele hat. Und das werden wir, glaube ich, auch noch beantworten können. Oder hoffe ich, es beantworten zu können in diesem Video. Ich starte jetzt erstmal hier. Ich werde erstmal zugucken, einfach gucken, was deine Wirtschaft an sich so macht. Ich werde dir vielleicht auch noch ein paar Ressourcen schicken. Genau, aber ich werde halt, wie gesagt, zu 90% mit meiner Aufmerksamkeit bei dir sein. Ich gucke ganz wieder, was macht man als erstes? Genau, du machst 2 Häuser, das gefällt mir ganz gut. Der Scout sammelt die Schäflein ein, das ist auch sehr gut. So. Gut, ich frage mal ganz blöde, wie viele Leute macht man auch Schafe drauf normalerweise? Erstmal 6, genau. Und dann, was sagt man danach? Was macht man dann? Also nach typischer... Holz. Genau, auf Holz. Wie viele? 4. Genau, 4 auf Holz. Das ist die Standard-Build-Order. Ich habe jetzt übrigens auch mit mehr Ressourcen gestartet. Also man könnte jetzt auf Nomad zum Beispiel einen sehr verrückten Start machen mit direkt 2 Häfen. Das hatte ich vergessen gehabt, das jetzt auf Standard zu stellen. Aber es macht den Unterschied an sich. Also ich werde einfach schauen, ob du das richtig durchspielst. Was ich gut finde, ist, dass du die Schafe nicht alle runterschickst in das CC, weil die sonst nur geschlachtet werden, aber du könntest schon das erste Schaf, genau, oder die erste Ziege dann als Nachschub runterschieben. Du kannst eigentlich immer auch so 2 Schafe drunter haben. Genau, aber sieht alles ganz gut aus ja, bisher. So, hier Schäflein hier mit hin. Schäflein da mit hin. So, hier wird schon fleißig geholzt. Okay. Manchmal gibt es auf Arena so Hohlräume. Du hast hier einen kleinen Hohlraum, der ist hier an der Seite. Da kannst du später noch einen Lumberkant mit reinsetzen. Aber hier, das ist ein bisschen lustig. Also es gibt auch so Hohlräume, wo man dann nochmal reingehen kann, TC reinpflanzen kann. Und dieser Hohlraum, der sieht ein bisschen so aus, aber der ist hinten offen. Also wenn man hier sich drauf verlässt, das wird schon zu sein. Das ist ja immer zu auf Arena. Da hat man hier ein bisschen ein Problem. Da müsste man noch einen Steinball machen. Ah, ist mir etwas aufgefallen. Das ist gerade ein bisschen sehr exotisch, wie das bei dir gespawnt ist mit der Karte. Ich habe jetzt natürlich eine extrem merkwürdige Build-Order, weil ich halt meine Aufmerksamkeit bei dir bin, aber das macht ja nichts. Ja, ein bisschen scouten. Du hast doch Glück gehabt mit den Reliquien. Siehst du das? Du hast von 5 hast du eigentlich 3 direkt vor deinen Stadttoren. Ja, Reliquien. Das ist hier eine, hast da eine, hast da eine. Also sieht nicht schlecht aus auf jeden Fall. Hätte man schlechter gesetzt sein können. So. Du könntest auch langsam beginnen, mit deinem Scout die Rehe einzutreiben. Dass du die Rehe Richtung TC pushst. Das ist auch nochmal pro Reh 140 Nahrung. Da verfault zwar dann auch ein bisschen was, wenn die tot rumliegen, aber wenn man das richtig macht, sollte man ja meistens 120 Nahrung noch rausbekommen aus denen. Du musst noch weiter pushen, wenn du den Stress aufhörst zu machen, ja. Dann laufen die zurück. Ja, gut. Achso, du könntest auch mal die Schäflein oder 2 davon unter das DC schicken, genau. Der Gegner hat immer noch seine Schafe nicht aufgesammelt. Jetzt hat er es aufgesammelt. Er hat sie gerade auch weggesammelt. Bis gerade wurden die noch angezeigt. Ja, das mit den Rehen. Muss ich noch üben, glaube ich. Ja, das ist halt, ich meine, ein Reh zu pushen ist ja nicht schwer an sich, aber du musst ja auch andere Sachen nebenbei machen, und ich glaube so, dass Multitasking ist allgemein noch eine Sache, wo viele üben müssen, also da habe ich auch Probleme teilweise, das zu betreiben. Ja, aber was ich immer gut finde, du machst erstmal Bären und machst deine Schafe, es gibt nämlich auch Leute, die fangen direkt mit Feldern an, das ist natürlich dann immer ein bisschen sehr merkwürdig. Das Lumbercamp würde ich dort in diese Absperrung reinmachen, wo ich von erzählt hatte, aber ja gut, ist jetzt auch egal. Weil dort, wo jetzt das Lumbercamp reinkommt, hätte ich persönlich... jetzt reißt er hier das Tor weg, einfach.
Wieso hast du das Tor weggerissen? Das war eigentlich gar nicht schlecht gewesen. Da hast du nochmal ein sicheres Lampercamp sonst im Hintergrund der Basis. Also ich finde das immer ganz gut, wenn ich noch ein paar extra Bälle habe, aber ja gut. Nee, weil nämlich dort, wo du gerade das Lampercamp reinmachst, hätte ich lieber ein TC reingemacht. Weil du hast auch noch Gold dann direkt daneben. Und dann kannst du halt quasi das TC als Drop-Off für beides nehmen. Dass du halt sowohl Holz als auch Gold einnehmen kannst. Und das ist wahrscheinlich, glaube ich, die bessere Idee. Also würde ich es jedenfalls machen. Ich gehe jetzt fleißig auf Gold mit drauf, damit ich dich dann später beschenken kann. Mit fleißigen Gaben. Mhm. Wo ist mein Scout? Ah, der ist hier. Okay. Ich habe mal ganz blöd, wir hatten ja vorhin schon von Reliquien gesprochen. Was würdest du schätzen, wie viel Gold eine Reliquie macht ungefähr? Ja, ich weiß nicht, vielleicht 2 pro Sekunde oder so. 2 pro Sekunde, das wäre 120 die Minute. Das ist ein bisschen sehr hoch angesetzt. Du musst das Reziproke bilden. Etwa alle 2 Sekunden ein Gold, also hast du dann 30 Gold die Minute. Klingt erstmal nicht viel, wenn du aber noch eine Viertelstunde spielst, dann sind das auch 450 Gold, also genügend für 2 Triböcke oder 2 Belangskanonen. Und dann lappt sich das halt. No, du hättest auch, du machst halt schon die ersten Felder. Ich hätte das toll gefunden, wenn du halt vorher die Rehe gemacht hättest und die Wildschweine vor allem auch. Gut, aber jetzt gehst du auf den Weg dort, das ist gut. Jetzt wird hier gejagt. Was man normalerweise eher macht, ist einen Bauern ausschicken, der lockt das Wildschwein an und dann versucht man dann das Wildschwein entweder zum TC, also im Dorfzentrum zu locken oder halt zu einer Mühle. Aber war jetzt auch nicht super schlecht gewesen. Ich muss nochmal anmerken. Oh, jetzt sind hier alle arbeitslos. Geht ja gar nicht. So, wie sitzen wir dir aus mit Hochsteigen ins Zeitalter? Geht gleich los. Geht gleich los. Du bist bei wie viel Pop bei dir angekommen? Gleich 28. Und 28, okay, sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, du hast das TC durchproduzieren lassen. Das ist so fleißig durchproduziert hat mit Ressourcen. Ich bin mal ganz kurz mit meiner Aufmerksamkeit bei meiner Wirtschaft, damit ich dir später, wie gesagt, noch Sachen zuschicken kann. Hatemas. So. Der andere Eber, hast du den schon verspeist, den zweiten Eber? Ja, den habe ich als erstes, glaube ich, gemacht. Ah ja, okay. Und dann war ich ein bisschen abgelenkt und dann habe ich das zweite hier vergessen. Okay, abgelenkt von meinem Gerede oder abgelenkt durch irgendwas anderes? Ja, ein bisschen, aber nicht schlimm. Gut, ich bin jetzt schon hier bei 550 Steinen, 730 Gold, habe kaum Nahrung. Das ist eine sehr spezielle Bildorder hier. Achso, wusstest du übrigens, dass wenn man Ressourcen abdroppt, wenn man eine Farm baut und man hat noch Ressourcen, also hat noch Gold oder Stein bei sich, dass wenn man die Farm baut oder ein Wirtschaftsgebäude baut, wie Bergarbeiterlager, Mühle und so weiter, und Dorfzentrum sowieso, dass dann die Ressourcen quasi gedroppt werden, wenn du das Gebäude fertiggestellt hast. Weil ich hatte nämlich immer früher, wenn ich noch Stein getragen habe und dann, wenn ich Stein hatte und eine Farm bauen wollte, habe ich erst immer die Leute dann den Stein ablegen lassen und dann eine Farm gebaut. Aber tatsächlich kannst du die Leute direkt auf eine Farm drauf schicken. Wollte ich bloß gesagt haben, weil das ist so eine Game-Mechanik, das wissen halt viele nicht am Anfang. Das wusste ich jetzt auch. Okay. Gut, dann war es also hilfreiche Kritik, hoffentlich. Hilfreicher Hinweis. So. Ah, Haus vergessen. Was vergessen? Haus vergessen. Ah, du bist gehaust. Okay, das kommt vor. Das sieht man selbst bei mir Viper ziemlich häufig, dass der irgendwie gehaust ist. Hallo, mein Schatz. Bitte? Okay, ich wundere mich gerade schon. Ja, meine Frau ist nach Hause gekommen. Ich wundere mich schon. Was geht hier jetzt los? Gut, da ich ja nicht so viel Microing kann, dürfen meine beiden Eber und meine Rehe überleben. Und halt Veganer bei mir. Wobei, ne Quatsch, eigentlich nicht Veganer, ich habe halt die Schäflein gegessen.
Ja, sieht aber erstmal alles ganz gut aus. Ich frage mich jetzt mal ganz bitte, was ist jetzt dein Plan für die Karte? Auf jeden Fall jetzt Militär machen. Okay, also du willst quasi Map-Präsenz haben, dass du den Reliquien für dich sichern kannst, nehme ich an. Oder habe ich es jetzt falsch verstanden? Nee, schon mal Militär machen, damit ich mich verteidigen kann, falls er... Na, verteidigen kann, wogegen? Also ich frage mal jetzt blöde einfach. Am besten gegen Bogenschützen, ne? Gegen Bogenschützen? Auch Bogenschützen sind auch auf der Karte eigentlich gar keine Gefahr. Weil wenn er mit Bogenschützen ankommt, kannst du doch eine Ritterzeit gehen und eine Mange machen. Dann tötest du seine Bogenschützen mit einer Mange. Also Bogenschützen sind ja eigentlich nicht die Gefahr. Was denkst du denn, was eher die Meta ist, was man eher spielen würde auf dieser Karte, was eher gefährlich ist als Strategie? Kannst du dir da vorstellen, was man normalerweise... Lagerungskraft. Ja, Siege Push, also gerade mit Mönchen und Belagerungswerkzeug, ja, hat auch einen Namen direkt, also das heißt dann Monk Siege Push. Das ist gut. Oder was man halt auch häufiger sieht, ich kaufe mal das Upgrade gleich. Achso, ich muss das in den Ritter absteigen, bevor ich hier das Upgrade kaufen kann. Na ja, gut. Also, Monk Siege Push, ja, ist gefährlich. Aber es gibt eigentlich so zwei große Metasachen, was man normalerweise sieht. Das eine ist entweder Kavallerie machen. Leichte Kavallerie machen, weil damit kannst du dann A, Mönche töten. Kannst dir selber die Reliquien schnappen. Hast also eine gewisse Kontrolle über die Karte. Das sieht man halt gerne. Zumal ist auch noch ein Vorteil, falls der Gegner halt einen Castle Drop machen will, also eine Burg bei dir bauen will, dann kannst du halt quasi die Dorfbewohner töten, bevor die ihre Burg bauen können. Also das sieht man halt sehr häufig. Oder du machst halt selber eine Burg. Also das sind so die beiden Sachen, entweder Map Control und Reliquien schnappen oder halt eine Burg irgendwo droppen. Genau, weil das ist immer ziemlich eklig, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Burg droppen würde beim Gegner. Dann kann ich es auf seine Welle schießen, kann die einschießen, mache ihm Druck, zwinge ihn dazu, dass er selber Militär macht, also zwinge ihn zu Gegenmaßnahmen. Plus, ich kann auch das Gold dann stibitzen von ihm, also es ist gleich doppelt gut. Deswegen ist es auch sehr beliebt. Hat natürlich nur einen Nachteil, wenn das in die Hose geht, weil man das nicht gut durchzieht. Dann, dann ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit, das Spiel für sich zu verlieren. Aber Castle Drops, das sieht man eigentlich andauernd auf der Karte. Das ist so die große Meta quasi. Richtig fies, sowas, ne? Castle Drop? Ja, also wenn ein Burg dann direkt von der Nase hat, das ist schon ein bisschen eklig. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Die Punktzahlen sind noch relativ nah beieinander. Ihr seid natürlich beide vor mir, weil ich die Eco nicht so gut mache und jetzt auch sehr viel Idle-Zeit schon hatte. Ich mache noch einen Villager, dann gehe ich hoch in die Ritterzeit und danach kann ich dir dann Ressourcen schicken im großen Maße. Ja. Ich kümmere mich gerade um meine Wirtschaft ein bisschen. Ja, du könntest eigentlich auch schon mal... du hast schon Mönche draußen. Okay, gut, da habe ich nichts gesagt. Du kannst dir eigentlich die Ressource, die Reliquie zuerst schnappen. Da ist schon mein Scout, der beschützt die. Weil die anderen sind so nah bei dir dran, dass du die eigentlich sowieso gewinnen solltest für dich. Welche Bereich, wenn das nicht der Fall wäre? Ja, und du bist Vietnamese. Moment, dann. Du könntest mal den Scout hier mit runterschicken auch. Dass die Reliquien quasi schon mal ein bisschen überwacht sind, damit nicht irgendwie die dann weggeschnappt werden. So. Ich hatte schon vorhin zu Marvin gesagt, also zu dir gesagt, dass du sehr speziell bist, dass du gern Vietnamesen spielst, wo ich auch gemeint hatte, die sind sehr underrated, die sind eine starke Ziff, aber viele spielen die nicht gerne. So, du hast hier gerade einen untätigen Mönch, der kann eigentlich die nächste Reliquie sich einschnappen. Genau. Hast du eigentlich die Upgrades gekauft für Felder und für die Holzfäller? Also ich sehe gerade hier die Felder, die haben schon anscheinend den schweren Flug. Und Holzfäller-Upgrade hast du auch wahrscheinlich alle, nehme ich an. Ja, habe ich. Gut. Ich frage mal ganz blöde, was würdest du schätzen, was ist denn das wertvollere Upgrade? Das Holz-Upgrade oder das Farm-Upgrade? Holz. Das Holz. Genau, würde ich auch mitgehen. Denn klar, beim Farmen, man spart sich halt auf lange Zeit sehr viel Holz, wenn man 40, 50 Farmen hat und die alle erneuert. Also da spart man sich auch eine Menge, aber jetzt wird ja auch schon ein Siege gemacht, sehr gut. Die Sache ist halt eben auch, die Holz-Upgrades, die zahlen sich sehr, sehr schnell aus. Also das erste Holz-Upgrade, das braucht, glaube ich, 5 Minuten oder so, bis sich das quasi ausgezahlt hat. Und bei den
bei den Farm-Upgrades, die brauchen halt ziemlich lange, weil du musst erstmal die Felder erneuern, bis sie überhaupt einen Effekt haben können. Und ich glaube, beim letzten Upgrade im schweren Flug, das braucht fast 40 Minuten oder so, bis sich das auszahlt. Und das letzte Holz-Upgrade, das braucht auch ein bisschen länger, aber das braucht, glaube ich, 10 Minuten oder so. Aber kurz gefasst, also die Holz-Upgrades, die zahlen sich alle schneller aus als die Farm-Upgrades. Oh, jetzt wird ja alles eingesammelt, das gefällt mir alles sehr gut hier. So, ich entwickle mir dieses eine Upgrade, dass ich hier die Ressourcen zuschicken kann. Hier ist noch ein Mönchi, der ist unbeschäftigt, der würde gern was machen. Ach, der sagt. Bitte, sag nochmal, ich habe es nicht verstehen können. Alles gut. Ich gebe denen eigentlich mal so eine Wegpunkte. Wenn sie die Reliquie aufgesammelt haben, dass sie direkt zurückgehen. Okay, ja, das ist gut. Das hätte ich sonst auch mal erwähnt. Wegpunkte sind immer gut. So, du kriegst ja hier 2000 Gold und 1800 Stein von mir rübergeschickt. Das war, wie gesagt, aus das Upgrade entwickeln. So. Das Gold, ja, das Gold. Das sei ihm. Jetzt immer Holz. Oh, mein Dings war angegriffen, mein Speer. Hier sind jetzt schon die ersten Shokunu. Ich wollte es bloß mal zur Vorwarnung sagen. Okay. Ich habe ein bisschen ein Problem mit deinen Häusern. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Was ich ja nicht so gut dran finde. Also manche Häuser gefallen mir sehr gut. Also die zum Beispiel, die erweitern den Wall. Das finde ich ist clever so. So kann halt der Gegner nicht so schnell die Stadt einbrechen. Ich mag aber die Häuser ja nicht ganz so sehr. Hast du eine Ahnung, warum das der Fall sein könnte? Am Anfang, damit ich Hauptsache Häuser habe. Nee, warum ich diese Häuser nicht so gut finde, hatte ich gemeint. Ach so, ja, weil die mir was verbauen. Ja, du hast jetzt direkt an die Woodline dran gebaut. Hättest du die ein bisschen Richtung Felder gemacht, dass das ein bisschen eine kleine Lücke ist, das wäre schon besser. Ich meine, die können trotzdem Holz fällen, aber es ist halt... ja, man baut nicht so gerne Häuser direkt an Ressourcen dran. Das ist ein bisschen unüblich. Das macht man nicht so gerne normalerweise. So, hier, ihr könnt TC bauen. Ich spiele tatsächlich ohne Hotkeys, einfach bloß hier mit der Maus. Ja, ich versuche mir die Hotkeys anzueignen. Aber ist halt nicht so leicht, ne? Ja, ich habe gerade bloß gemeint, ich spiele gerade für mich ohne Hotkeys, also weil... Achso. Ich bin hier ganz relaxed. Ich habe nämlich meinen Laptop auf so einem Kuchenrost drauf, damit das Ding nicht so überhitzt, weil das von unten muss es ein bisschen Luft ziehen. Und es ist ein bisschen wackelig, die Konstruktion, und deswegen tue ich mir das jetzt nicht an mit den Hotkeys, sonst wackelt das ganze Ding hin und her. Gut, du hast die erste Burg gebaut, das gefällt mir doch. Jetzt wird hier eine Burg bei mir gebaut, oder ist es ist ein Towncenter. Ah, oh, okay. Nee, ist doch eine Burg, okay. Also, ich habe mich gerade gewundert, weil das Doubt-Gesicht nicht drauf ist. Ich muss mal die ganzen Mods, glaube ich, zurückabonnieren. Ich finde das so nervig immer, ne? Also, du hast halt diese ganzen Mods dort, im Mod-Store dort auch. Ja. Und das Problem ist halt, wenn halt ein neuer Patch rauskommt, dann musst du halt die ganzen Mods nochmal neu quasi abonnieren. Ich habe nämlich auch so einen coolen Mod mir verdient, dass das Wasser aussieht wie so ein Sternenhimmel. Und das muss ich halt alles nochmal. Das muss ich halt nochmal alles neu einstellen. Finde ich nicht ganz so toll, aber gut. Oh, der Chinese ist schon in Realzeit. Ach so, scheiße. Ja, das war jetzt nicht ich. Ich bin jetzt hier zu beschäftigt mit bei dir. Gut, ich schicke mal wieder ein paar Reste mit rüber. Müsstest du mal ein bisschen scouten? Was ist hier los? Du hast jetzt hier Dorfbevölkerung, die laufen jetzt gerade hier runter. Löschst du die Burg oder was machst du damit? Ja, da waren. Ich habe die Farm vertauscht. Ich wollte. Ach, du wolltest mich Castle droppen oder was? Okay. Genau. Ah, ja, dann kannst du eigentlich die Burg löschen, die brauchst du ja nicht. Dann mach lieber da unten mit hin. Ah, ich finde das jetzt sehr mutig, wie du mit ein paar. Zurück.
war das jetzt auch sehr mutig, wie du mit so wenig Bevölkerung dort eine Burg dort droppen wolltest. Also das war sehr, sehr, nenne ich das, das war schon wirklich sehr, sehr an der Grenze zu mutigen. Mach mal lieber ein paar Plänkler. Du bist der Vietnamese, da ist das eine gute Idee. Macht halt Chukunu dort. Mach einfach ein paar Plänkler und dann geht das. Die Dorfbevölkerung, die kannst du bei mir wieder reinschicken. Ich glaube, die Burg dort wird nicht hochgehen. Das werden die Chukunu vermeiden okay. können. Die werden das verhindern können, dass es dem hochgeht. Ich mache jetzt auch ein paar Plänkler einfach. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich gerne dir zuschauen. Alles gut. So, Radanschützen kannst du eigentlich noch mehr machen. Du müsstest ja eigentlich bei dem ganzen Gold, das ich dir geschickt habe, sehr, sehr viel noch übrig haben. Jetzt greifen sie meine Welle an. Jetzt wird mir ganz verrückt. Was macht die Dorfbevölkerung? Ich muss ihm jetzt mal ein paar kurze Gegenmaßnahmen ergreifen. Sonst schießt er mir mit den Chukunu alles ein. Ja. Ich mach jetzt einfach ein paar Mang und dann werde ich mich ja verteidigen. Folgt, ne? Wie die ja mit Chukunu versuchen, die ganze Stadt einzuschießen. Das muss die abziehen. Große Galite Chukunu sind das. Sie alle an. Jetzt kommen sie alle an. Oh, was machen auch die Mang? Mann. So, ich brauch, was du hier machst. Oh, du wirst überrannt. Hättest du mir mal was sagen können. Das hatte ich jetzt nicht gesehen gehabt. Ach, alles gut. Dann mach mal ein paar Schießanlagen, aber nicht außerhalb der Stadt, sondern innerhalb und sammel die erstmal auch alle. So, wenn du kleine Massen reinschickst, das ist natürlich nicht zielführend. Das Flug des Schnulls, der ist so nervig. Eine Mangel hinter der Burg wäre auch nicht ganz schlecht gewesen, dann hättest du gegen den Hamburg dich schützen können. Na, jetzt machst du es mit den Villagern, ist nicht ganz verkehrt. Das sieht schon sehr, sehr im Over aus bei dir. Auf jeden Fall. Gut, jetzt hast du ein paar Skirmisher, das ist schon gut. Wir können auch nochmal im nächsten Video, im nächsten Test können wir auch nochmal einen Castle Drop direkt üben, dass wir eine Build-Order üben für einen Castle Drop, wenn du Bock hast. Ja, gerade ist das sehr laut. Ich muss mal meine Einstellung runter machen.
schon. Ja. Also das Ding habe ich wohl verkackt. Ja, das ist schon durch, das würde ich auch sagen. Hier sind auch viele, ja, die machen gar nichts. Also hast du eigentlich noch Radarnschützen. Radarnschützen sind eigentlich ein ziemlich starker Counter gegen Chocolo. Ja, wenn die Gammen drin sind, dann wird es halt eklig. Ja. Na gut. Das war's. Ich würde mal kurz deine Dampfen gehen und dann können wir noch eine Runde machen. Ja, können wir gerne machen. Dann mache ich hier eine kurze Pause gleich. Ich resigne schon mal, was die KI hier gemacht hat. Okay, die ist ganz schlecht verteidigt hier. Die hat relativ viele Bogen gebaut. Bin ich jetzt nicht so schlecht. Schon schwer Skorpion. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Ich quatsche einfach ein bisschen rum, beziehungsweise mach gleich eine Pause. Ich hätte es eigentlich auch am Perle Plenka machen können als Japaner, da ich einen Verbündeten hatte, der Vietnamese ist. Ja gut, aber es ist jetzt einfach viel zu viel Militär, ne? Also der hat ein paar Plenka gemacht. Das werde ich ihm auch gleich nochmal sagen, dass er das nächste Mal früher Militär machen muss, wenn er hier so eine Versammlung macht und wenn jetzt eine Versammlung ankommt von Chocolo und Plenka und so weiter, dann kommt es halt auf die Massen an. Ne? Also selbst wenn die nicht mal mit Triböcken ankommen, aber hier sind jetzt schon Triböcke mit dabei, aber selbst wenn wir Rammen hätten, wenn halt so große Zahlen reinkommen, da muss man halt schon was machen dort. Gut, aber er hat bis jetzt vier Spiele Rank gemacht, also insofern ist das eigentlich trotzdem ganz solide gewesen, was er hier gemacht hat. Ja. Ich denke, das große Problem war jetzt einfach in dem Spiel gewesen, dass einfach zu wenig produziert wurde. Und dann der Chinese mit Übermassen ankommen konnte. Mal rein Statistik, was alles gemacht wurde. Er hat auch relativ viele Kills gehabt. Das wird wahrscheinlich demnach verschuldet sein, dass die KI gerne auch mal in die Burgen mit reinrennt. Also ganz schlecht sieht es ja gar nicht aus. Ja, die KI hat halt sehr, sehr viel Rest gesammelt auch. Die hat halt gut durchgeboomt. Ich weiß gar nicht, wie viel Dorfzentrum er gemacht hat. Er hat hier bloß ein Dorfzentrum. Gut, hier hat er auch ein Dorfzentrum. Das ist natürlich jetzt abgerissen worden schon. Ja, ich denke auf... Achso, hier ist noch ein weiteres. Okay. Also drei hat er gemacht, auf jeden Fall. Weil ich wollte gerade sagen, drei sollte man eigentlich mindestens machen auf Arena. Das andere, finde ich, ist zu wenig. Und ich habe jetzt eine 4 gemacht, 5. Nein, eigentlich ein 6 ist, was noch zerstört wurde. 6 ist vielleicht ein bisschen Overboom auf Arena bei 2 Pop, aber es ist auch nicht super schlimm. Ich meine, man macht die Dorfzentren auch nicht nur wegen mehr Villager ausbilden können oder besser reboomen können, man macht ja auch die Dorfzentren, um dann die Villager schützen zu können. Und da das hier draußen war und damit halt auch dem Gegner entsprechend nicht prädestiniert, was soll ich sagen? Präsentiert, würde ich auch nicht sagen. Also auf jeden Fall, die Ressource ist halt relativ ungeschützt hier, deswegen war das schon sinnvoll, noch ein TC zu bauen. Gut, ich mache mal einen kleinen Cut und warte, bis mein Kollege zurückkommt, dann machen wir gleich weiter. So, und das ist auch zurückgekehrt. Marvin hat sich einmal durchgeräuchert. Ich habe gerade noch ein bisschen Ausbildung gemacht, während du geraucht hattest. Denkst du denn, was der größte Fehler jetzt gewesen ist, warum die Chinesen hier so eingefallen sind? Schlechte Verteidigung. Schlechte Verteidigung? Erstmal, der Chinese hatte ein gutes Stückchen mehr Wirtschaft gehabt, das heißt, er konnte mehr Einheiten rausschicken. Was ich als Hauptproblem ansehe, ist halt, dass du zu wenig Militär hattest. Und ja, ich weiß, es ist immer auch ein bisschen schwer, dann auch noch während man boomt, Militär aufzustellen, aber ich habe dir Ressourcen geschickt. Ich habe dir insgesamt, ich glaube, 5.000, 6.000 Ressourcen irgendwas in die Kante geschickt. Wie viel war denn das jetzt? Ja, 5.300. 5.000. Ja, genau. Also du hättest auch mehr Einheiten machen müssen. Und was denkst du denn, was Sinn gemacht hätte, wenn jetzt der Gegner mit Chocolo, Plänklern und Ramböcken ankommt? Was hättest du denn als Vietnameser am besten produzieren können? Ja, diese Radarschützen.
Die Ratternschützen, die sind gut, aber was wäre vielleicht noch besser gewesen? Elefantenreiter? Ja, kann man machen gegen die Rammböcke. Ich hätte tatsächlich vor allem Plänkler gemacht einfach. Also ich hätte die Burgen aufgebaut und Plänkler gemacht. Und wenn du Imperial bist und du warst ja Imperial, auf lange Sicht wären Belagerungskanonen auch stark gewesen, weil damit kannst du sowohl die Ramm als auch die Skorpione als auch die Triböcke gut platt machen. Also ich habe eben noch mal bitte? Geguckt. Ich habe eben noch mal geguckt bei diesem Volksbonus hier von den Chinesen. Mhm. Diese Shukunos, da hilft irgendwie nur Bogenschützen, also Schwäche gegen Bogenschützen steht da zumindest. Weil die nicht so viel Reichweite haben, aber normalerweise konnte man die entweder mit Plänklern. Ja. Oder du machst halt Onagar, das ist halt auch nicht schlecht. Also Onagar sind sowieso ein sehr starker Counter gegen Bogenschützen. Und da Onagar auch mehr Reichweite haben, die haben ja schon Standardreichweite von 8, mit blauen Ingenieuren noch mal eins mehr, also 9. Also der stärkste Counter ist eigentlich auf lange Sicht bloß gegen Shukunu mit Onagar anzukommen. Wobei gut, du hättest eigentlich auch bloß eine Onagar-Armee machen können, eine Mono-Armee aus Onagar. Ich meine, ich sehe jetzt gerade bloß einen Mönch auf dem Plänkler, ein paar Shukunu, Rammböcke und Böcke und Skorpionen. Was rede ich jetzt auch all das mit Onagar countern können? Aber ich glaube, hättest du einfach bloß ja. 50 Plänkler gemacht. Du hast ja als Vietnameser eigentlich die besten Plänkler im Spiel, weil du dann imperiale Plänkler hast. Die auch noch mal Lebenspunkte haben. Die haben bei dir 42 Lebenspunkte. Das ist schon eine Menge. Also hättest du einfach bloß 40 Plänkler gemacht und ein paar Kanonen oder sowas und ein paar Onagar, dann hättest du das eigentlich für dich gewinnen können. Denn ja, die KIs, wie gesagt, die sind ziemlich dumm. Die greifen meistens direkt die Burgen an und laufen da direkt ins Burgenfeuer mit rein. Das, ja, also es wäre halt noch gut gewesen, wenn du halt ein paar Einheiten aufgestellt hättest. Ansonsten an sich ganz gut. Also hat mir alles ganz gut gefallen. Es gab ein paar kleine Fehler, wo ich ihn drauf hingewiesen hatte. Die brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht nochmal wiederholen. Ein wenig vergessen, weiter zu boomen und Dorfbevölkerung zu machen. Ich war mal ganz blöde, wie viele Villager machst du denn normalerweise in so einem Spiel? Wie viel Dorfbevölkerung machst du insgesamt maximal? Die Hälfte. Die Hälfte ungefähr, das ist schon mal gut. Also man sagt eher sogar 60%, also eher ein bisschen mehr als die Hälfte. Und wenn du halt sehr, sehr teure Armeen aufstellst, also Haufen Belagerungsmagar oder Mamelucken oder Ritter oder sowas, also dann kann man auch durchaus bis zu 130, 140 hochgehen, wenn es mal Pop, dass man bis zu 70 quasi hochgeht. Also kommt halt davon an, wie teuer deine Armee ist im Endeffekt. Aber ja, die Hälfte ungefähr, das war schon gut gewesen. Ich würde jetzt einfach eine neue Lobby hosten und dich nochmal einladen und dann würde ich einfach mit dir eine Build-Order üben fürs Castle droppen. Und dann quasi mit dir versuchen, den Gegner zu Castle droppen und dann das so zu gewinnen. Genau. Machen wir mal einen kurzen Cut hier und dann werden wir ja gleich in die Lobby reinspringen. So, und da gehen wir auch weiter mit dem Video. Gut, Marvin hat sich jetzt die Franken ausgesucht. Wir haben jetzt vor, einen Castle Drop zu machen. Die Franken haben dann einen ziemlich coolen Bonus, dass die Burgen günstiger sind. Ich glaube, die sind 20 oder 25% günstiger. Ich kann mal kurz mit reinschauen. Ah, okay, nee, die kosten 15% weniger, aber in der Imperialzeit kosten die 25% weniger. Okay, jetzt haben wir es quasi gesteckt, dass sie gesagt haben, okay, erst 15, dann 25. Aber es ist immer noch eine Menge. Ich meine, eine Burg, die 650 Stein kostet, spart man sich 65 plus 32. Ja, spart man sich schon fast so einen Stein ein. Das ist schon eine Menge auf jeden Fall. Gut, dann würde ich wieder dir zuschauen. Lucky Fun kann ich dir wünschen. Ich werde dir vielleicht ein paar kleine Ressourcen schicken, um dir ein bisschen zu helfen. Aber ich werde dir einen Großteil zuschauen. Wir haben jetzt die KI auch ein bisschen leichter gemacht, von sehr hart auf hart runtergesetzt. Wir üben ja auch gerade bloß, da muss man keine Rekorde brechen. So, und dann legen wir mal los hier. Du machst mir deine zwei Häuserchen am besten. So. Sieht gut aus. Na, hier kann ich dich in der Mühle bauen. Machen wir die Mühle hier mit hin. Roll. Okay.
cute. Du kannst übrigens auch theoretisch aggressiver spielen, wenn du mehr Leute auf Nahrung drauf schickst. Wir haben jetzt sowieso auch mehr Holz als normalerweise, also du kannst jetzt auch die ersten 7 oder 8 auf Schafe drauf schicken. Und dann direkt anfangen, hier diese Ibexe oder wie, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Rehböcke, doch diese Gämse kannst du dann eintreiben. Du kannst eigentlich jetzt schon anfangen, die ersten Richtung Townsend dazu schieben. Und ich würde auch noch 2 Schafe und das Townsend direkt runterschieben, damit keine Idle Time entsteht, wo keiner arbeitet. Hier, du musst weiter pushen. Einmal ranlaufen reicht nicht. Du musst hier Stress machen. Und es ist aber auch vielleicht besser, wenn du bloß einen, genau, erstmal auf einen konzentrieren, einen reintreiben. Genau. So, jetzt mit 2, ja, mit mindestens 2 schießen. Oh, habe ich 2 Schüsse, um die zu töten. So. Wie viele auf Nahrung erst? Du kannst jetzt eigentlich erstmal, du kannst sogar die ersten 10 auf Nahrung schicken. Einfach die Böcke hier eintreiben. Wie heißen die? Genau, Ibex. Einfach die Viecher eintreiben. Und danach kannst du dann, wenn du die verspeist hast oder am Verspeisen bist, kannst du anfangen, die ersten auf Holz zu schicken. Pass auf, sonst laufen die zurück. Das muss man ein bisschen üben. Genau, immer schön dran stellen. Jetzt wieder dahinter stellen. Ja. Der läuft gleich zurück, du musst Stress machen. Wenn du ihn in Ruhe lässt für ein paar Sekunden, dann laufen die Viecher zurück, wo die herkommen ursprünglich. Also du musst da schon ein bisschen hinter sein, dass du auch pushst im Endeffekt. So. Ja, der ist jetzt ein bisschen weiter entfernt vom TC gewesen, aber ist noch in einem Rahmen, was vernünftig ist. Ja, du kannst dich direkt weitermachen im Scout, direkt die ersten 4 wegmachen. Und wenn du die Ibexe dann reingepusht hast und verspeist hast, kannst du eigentlich als allererstes mit dem Scout die Karte erkunden. Normalerweise ist ja die Standardeinstellung im Ranked-Modus, dass es nicht erkundet ist. Das heißt, du würdest erstmal dann, nachdem die Böcke eingetrieben sind, würdest du erstmal schauen, dass du erstmal die Karte erkundest. Okay, jetzt treffst du mit einem Villager das Schwein ein, das ist nicht ganz verkehrt. Jetzt hast du dort ein Lumbercamp hingebaut. Das finde ich nicht so ganz toll. Weil das ist ja schon sehr an der Frontlinie dort. Wenn dort Mangel oder Bogenschützen ankommt, ist das Ding weg. Ich hätte eher hier hinten gebaut. Oh, du hast nämlich hier hinten auch noch nochmal Holz, was nochmal eingewollt ist von den Wellen dort. Wenn du nochmal extra Welle hast, du würdest eigentlich da hinten ein ganz sicheres Holzverlager nochmal hinbauen können. Also das wäre... Also entweder hier oder hier halt. Ja. In einer von diesen beiden Kohlen dort. Das wäre vielleicht besser gewesen. Na gut, du kannst auch schon das nächste Schwein anlocken gehen, damit du keine Pausen hast dann. Und du kannst die Schafe, die dort oben stehen, die kannst du Richtung Dorfzentrum schicken, damit halt, wie gesagt, die Dorfbevölkerung was zu tun hat. Weil das Schwein ist gleich aufgebraucht, schick mal die Schafe bitte alle ins Dorfzentrum. Wenn das Schwein aufgebraucht ist, sind das alles Arbeitslose. Und Arbeitslose will man nicht haben im Endeffekt. Bei uns soll immer bestenfalls jeder eine Arbeit zugewiesen bekommen. So, hier geht man auf Holz. Ja, wo gehe ich denn jetzt hin? So, ich mache jetzt hier eine super schlechte Build-Order wieder. Aber wie gesagt, Fokus will ich halt auf dich haben. Watashi? Gut, Schwein ist eingetrieben. Sehr gut. Jetzt hast du bereits 5 auf Holz, das finde ich ist sehr, sehr viel. Das ist sehr, sehr viel. Okay. Nimm mal von dem Holz dort 3, 4 Leute und geh mal lieber mit denen auf die Bären drauf mit einer Mühle dort. Das würde mir besser gefallen. Auch der Ibex ist zurückgekehrt. Also du musst hier ein bisschen Multitasking machen, sonst ist das schwierig. Ja. So, dann gehen wir hoch. Ja, die Schafe messen nicht unter das TC und du versuchst jetzt sehr, sehr viele Leute auf ein Schaf drauf zu machen. Das ist nicht gut, weil guck mal, die behindern sich gegenseitig. Schick mal nochmal 3 bitte auf das eine Schaf, was bereits geschlachtet ist, damit nicht das so viel verfällt. Und ja, genau, dort mit hin und dann die anderen beiden Schafe direkt unter das TC mit runter, dass die schon mal dort stehen. Du bist jetzt bei 23, 24 Pop, nehme ich an. Irgendwas in die Richtung. 22, ja. Deiner folgt jetzt. 22, okay. 23 mit dem Scout, ne? Okay, weil ich habe 22. Du müsstest wahrscheinlich, also du hast ein bisschen Idle Time anscheinend gehabt. Weil ich hatte sehr viel Idle Time. Ja.
Also das ist eigentlich das Wichtigste mit am Anfang, dass man wirklich durchproduziert, dass man mindestens die ersten 25 Villager eigentlich ohne Unterbrechung durchproduziert. Ab wie viel soll ich hochdrücken? Bitte? Ab wie viel soll ich hochdrücken hier? Also bei Fast Castle sagt man, 26 macht Sinn mit einer generischen CF. Okay. Also du hast ja wie gesagt noch diese beiden E-Bags, die hast du anscheinend vollkommen vergessen hier unten. Also die musst du auch mal eintreiben. Weil dieses ist halt das Problem, du schickst halt sehr viele Leute auf eine Ressource drauf, die behindern sich gegenseitig. Und du hast dann halt, wenn sie das aufgebraucht haben, halt Haufen Leute, die arbeitslos sind. Also du musst halt, du musst weiter pushen mit den E-Bags, du musst weiter pushen. Jetzt wie beim Autofahren, weißt du? Also du musst halt nicht nur schauen, wo bin ich gerade, ja, sondern du musst halt auch so vorausschauend denken können, okay, was mache ich gleich? Und nicht erst, wenn du in der Kurve bist, überlegen, oh, ich könnte mal anfangen zu lenken, sondern dass man vorher quasi schon Kurs schaut. Ja, jetzt behindern sich wieder alle dort. Finde ich nicht so gut. Finde ich nicht so gut. Auf Gold brauchst du eigentlich gerade niemanden, weil wir mit mehr Gold gestartet haben. Schick mal lieber ein paar auf Stein mit drauf, dass du gleich auch wirklich die Burg bauen kannst als erstes. Ich wollte ja auch noch Rest schicken, auf jeden Fall, aber ja, ich finde das halt cool, wenn du die Build Order so gut beherrschst, dass du das alleine quasi auch machen kannst. So. Du musst jetzt mal wirklich feudal hochsteigen. Und du musst halt gleich auch wirklich Stein abbauen, weil sonst wird es hier wirklich schwierig. Also ein Castle ist halt wirklich dann bloß gut und erfolgreich, wenn du halt auch früh in der Ritterzeit ihn auch dann direkt anwenden kannst. Also am besten macht man das schon so, dass man auf dem Weg zur Ritterzeit, wenn man sich hochbewegt, die Bauern kannst du jetzt auf Stein drauf schicken, alle. Kannst du alle auf Stein drauf schicken, die gerade untätig waren. Kannst du hier bitte einmal auf den Stein drauf schicken? Ja, aber auch alle. Du kannst 6, 7, 8 wirklich auf Stein draufhauen. Und ja, es ist besser halt wirklich, wenn man direkt bei Einbruch der Ritterzeit dann die Borken pflanzen kann. Das ist halt immer auch eine Temposache. Also da geht es wirklich dann um Geschwindigkeit. Weil ob du jetzt eine Burg so droppst oder halt 3 Minuten später droppst, das mag erstmal nicht so entscheidend klingen. Aber teilweise können schon wenige Sekunden dort wirklich echt eine Menge ausmachen. Und das ist halt dann auch mal. Das ist dann Geschwindigkeit wirklich auch eine wichtige Sache. So, oh, jetzt sind die alle untätig. Gut. Du musst jetzt hochsteigen, genau, du machst gerade noch einen Markt. Sehr gut, sehr gut. Dann kannst du gleich hochgehen. Gut, die kannst du jetzt die 3 noch auf die Bären drauf schicken. Und alle Villager, die jetzt auf Bären drauf sind, kannst du dann, wenn du oben bist, oder wenn es aufgebraucht ist, kannst du Richtung Gegner schicken, dass du dort eine Burg hinpflanzen kannst. Also du müsstest jetzt langsam jetzt dein Ziel, falls du noch nicht auf dem Weg bist, dass du hochsteigst ins Siegzeitalter. Das wäre jetzt das nächste große Ziel quasi. So, nimm mal alle Villager von den Bären dort und geh direkt in Richtung Gegner, sonst wird es zu spät mit dem Castle Drop. Du kannst ihm auch eine Nummer geben, ich weiß normalerweise die Nummer 6 zu. Achso, was auch noch cool wäre, du bräuchst einen Webstuhl, weil deine Bauern sind sehr, sehr schwach gerade. Das sollte man noch machen. Gut, ich schicke jetzt mal meine Ressourcen mit zu. Dann kann ja auch nichts schief gehen. Ja, hier ist auch gleich Gold. Du kannst eigentlich zum Gold mit hinlaufen und dann kannst du dort die Burg mit hinbauen. Wir sind jetzt 7. Ja, 7 ist eigentlich die Mindestzahl, was du brauchst. Wir haben übrigens immer noch keinen Webstuhl. Töte mal den Wolf bitte zuerst. Da. Bist du jetzt auf dem Weg zur Ritterzeit? Ja. Gut, okay. Wie viel Prozent ungefähr? Boah, 80 ungefähr. 80, okay, das ist gut. Du kannst auch deinen Scout hier mit hinschicken als Support. Wir brauchen ja wirklich alles an Support, was wir uns leisten können. So, jetzt die Burg direkt. Jetzt die Burg hier hin, direkt neben das Gold. Oh, hier ist ein verwackter Villager. So, klick nochmal. Genau.
Ich frage mal jetzt, was könnte denn der nächste Plan sein, wenn du bereits... Oh, ich werde jetzt gerade angegriffen, lustig. Was könnte denn jetzt der nächste Plan sein, wenn du die Burg gebaut hast? Was könntest du bauen als nächstes? Schießanlagen? Als Franke nicht ganz so toll. Die haben dort nicht die besten Möglichkeiten. Ah ne, die Reiter, ja. Ja, ich wollte was anderes machen. Ich wollte erstmal zwei Kloster bauen. Ich habe dir viel Holz geschickt. Ja. Du baust jetzt zwei Klöster, dann gehst du mit einem Bergarbeiterlager auf das Gold drauf, dass du Einheiten rauspumpen kannst, versuchst die Reliquien einzusammeln. Ich meine, das sollte ja relativ problemlos für dich sein, weil du hast jetzt halt die Map-Control, dadurch, dass du halt die Burg dorthin gepflanzt hast. Schieß mal die Welle ein, mach ein paar Axtwerfer, gönn dir mal bitte das Angriffs-Upgrade und die Verteidigung für die Infanterie in der Schmiede und mach, wie gesagt, jetzt zwei Klöster, dass du dort die Reliquien aufsammeln kannst. Dann sieht das erstmal sehr vernünftig aus, ja. Das gefällt mir soweit. Ich hole mich ja nochmal kurz meine Wirtschaft. Ja, schieß mal mit der Burg auf den Ball drauf, dass du den Ball direkt zerstörst. Dass du den doch einschießt und mach ein paar Axtwerfer, dass du gleich mit diesen Axtwerfern auch dort Schaden machen kannst. Auf den Ball oder Tor? Kannst beides machen, aber Ball ist eigentlich noch besser tatsächlich. Okay. Mach mal bitte die zwei Klöster, von denen ich gesprochen habe. Mach jetzt mal bitte die Klöster, dann mach Mönche. Die habe ich, ja. Wo? Wo? Baue ich gerade immer eine Base. Nein, doch nicht in der Base. Mach hier in die Burg. Machst du in die Burg die Klöster, weil dann kannst du aus den Klöstern direkt Mönche produzieren, wo du an der Frontlinie dann auch direkt bekehren kannst. Weißt du, du willst jetzt alles, was du hast an Militär, willst du quasi in Richtung Frontlinie bauen, dass du auch dort Druck aufbaust und nicht erst die Mönche, sind ja sehr langsam, dass die nicht erst losschicken musst. Ja. Also du kannst jetzt dort die Mönche machen und das einsammeln, aber mach bitte noch ein weiteres Kloster bei der Burg dort. Nee, mach mal bloß eins direkt hinter die Burg, damit es auch nicht angegriffen werden kann, da kommen auch die Reliquien mit rein. Und du kannst auch Belangungswerkzeug machen, theoretisch, dass du eine Mangel oder sowas machst. Und jetzt kannst du mal mit einem Axtwerfer reinlaufen oder ich mit jemandem einen Scout mit rein und erstmal gucken, okay, was macht denn der Gegner hier? Was hat er hier alles gebaut oder auch nicht gebaut? Oh, jetzt ist ein Mönch schon direkt, den können wir erstmal killen. Zack, einmal erledigt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir doch. So. So eine Schmiede kann man auch gebrauchen. Wo noch eine Schmiede? Gut. Du kannst eigentlich, wie gesagt, jetzt die Axt einfach weiter produzieren. Du könntest auch ein bisschen Kavallerie machen. Brauchst du aber eigentlich gar nicht. Was ich halt cool fände, hier ist halt ein Dorfzentrum. Siehst du das? Wo ich gerade lang reite. Ja. Du könntest das Dorfzentrum mal mit einer Mangel angreifen, um ein bisschen Druck zu machen dort. Ja. Sehr gut, du killst die Bauern. Und wie gesagt, ein paar Mönche könntest du nach vorne schicken. Weil bekehren ist natürlich noch schlimmer als töten. Weil dann ist es nicht nur eine Einheit, die man verliert, sondern der Gegner hat auch noch eine Einheit mehr. Ja. Also Mönche sind ja auf dieser Karte Arena eigentlich sehr, sehr wichtig für die meisten Strategien tatsächlich. Okay. Also gerade wenn du einen Castle Drop machst, machst du eigentlich immer Castle Drop in Verbindung mit Mönchen und Siege. Also manchmal, wenn du halt Kälte bist und keine guten Mönch hast, aber dafür sehr gutes Belangungswerkzeug hast, machst du vielleicht bloß Siege, aber meistens ist halt eine Kombination aus beiden, dass du halt Mönche und Belangungswerkzeug machst. Aber du killst hier schon sehr viele Bauern, das gefällt mir sehr gut. Das sieht alles sehr gut aus bei dir. So, ich gehe mal die nächste Zeit mit hoch und werde dir dann wieder Ressourcen schicken. Aber wie sieht es denn eigentlich gerade bei dir aus, ressourcenmäßig? Du hast übrigens auch noch keine einzige Reliquie eingesammelt. Also du musst dir wirklich auch sehr viel parallel machen. Du musst dir sehr viel Multitasking machen. Ja. Also du hättest hier schon mal längst ein paar Mönche mit raushauen können. Jetzt. Eine Reliquie habe ich. Oh. Die ist gerade auf dem Weg. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Also wenn du jetzt hier, du hast ja jetzt gerade die Waffenschmiede gebaut, wenn du jetzt zwei Mangen machst, kannst du halt mit der Mange dort das Dorfzentrum wegschießen. Du könntest halt ja gut Druck aufbauen, also das wäre nicht schlecht, wenn du das machen würdest. Also jetzt kommt eine Rahmen mit rein, aber das ist natürlich leichtes Futter für die Axtwerfer. Du machst den Bock mit rein, das ist noch besser eigentlich, als eine Mangel reinzuschicken.
Muss aufpassen, da ist ein Siege Workshop. Wenn da jetzt eine Mange rauskommt, kann er dort sehr saftige Schüsse auf die Axtwerfer landen. Da muss man immer ein Auge drauf haben. Ich hätte die Burg deswegen auch ein bisschen weiter nach rechts gebaut, Richtung Kaserne. Dass sowas nicht passieren kann. Aber jetzt kommt dort eine Mange reingefahren. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Ja, und das Ding ist eigentlich durch jetzt. Das ist jetzt eigentlich schon einmal durchgespachtelt, das Ganze. Okay. Das ist eigentlich relativ easy jetzt gewesen. Das war jetzt einfacher gewesen. Also die KI war auch ein bisschen schlechter gewesen, bis ich auch gemerkt habe, dass die KI nicht ganz so reingehauen hatte. Aber wenn du halt diese Build-Order perfektionierst und halt schnell bist und dort eine Burg reinbaust, die KI hat dort sehr Probleme mit Castle-Drops. Also KI kann ein paar Sachen sehr gut machen. Das ist zum Beispiel, Wirtschaft ist ziemlich gut, weil die halt dauernd rauspumpt. Auch Rebo macht die KI ziemlich gut, weil die halt dann auch die Dorfzentren alle benutzt. Mönchsmicro macht die auch sehr, sehr gut. Also wenn die KI mit 30 Mönchen ankommt und jeder bekommt was anderes, das kann man gar nicht so schnell klicken. Da ist die KI einem Menschen auf jeden Fall überlegen. Aber was die KI nicht so gut kann, die kann mit Rushes nicht umgehen. Also wenn du mit Bogenschützen der Feudals ankommst, da hat die KI meistens starke Probleme mit. Und was die KI auch nicht so gut machen kann, ist halt mit Bogen umgehen. Weil ich sagt man normalerweise bei einem Castle Drop, dass man dahinter dann Welle baut. Das macht aber die KI nicht. Stattdessen schickt die KI dann Einheiten in die Burgen mit rein. Oder mit Shukunu oder was auf Burgen geschossen wird. Also Castle Drops sind eigentlich immer sehr, sehr effektiv gegen KI. Was KI auch überfordert ist, gerne häufig mit, das ist mit Tower Rushes. Also ich habe selbst die extreme KI in der Definitive Edition, die hat mit Tower Rushes auch ihre Probleme. Es gibt auch eine KI, die heißt Resonant Spot in der HD-Version. Die ist nochmal krasser als die Definitive KI. Die kannst du auch theoretisch Tower rushen, aber die ist dort deutlich besser. Also da musst du schon wirklich dann sehr gut vorgehen. Also zum Beispiel mit Inka spielen und dann noch Villager Fights machen oder halt nochmal Bogenschützen machen. Dass du quasi einen kombinierten Rush machst aus Türmen plus Bogenschützen. Aber der Resonance Bot, der ist halt zu stark eigentlich dafür. Den kannst du mit sowas nicht so fertig machen. Ich war auch ganz blöde. Was könnte denn jetzt für dich das nächste Ziel sein? Den kalt machen halt. Den kalt machen? Okay, das ist ein bisschen abstrakt jetzt. Also du könntest entweder mit den Mangen weitermachen, das funktioniert ja ganz gut, oder was du auch machen könntest, ist einfach im Kalzeit unter die Böcke raushauen. Denn häufig ist es so, wenn du gegen menschliche Gegner spielst, die halt auf einen Castle-Drop reingehen, meistens halt so, dass man dahinter Welle baut, sich verschanzt als verteidigender Spieler und eine defensive Burg häufig dahinter baut. Das quasi, ja, der Gegner hat halt seine Burg aggressiv gebaut, du machst eine defensive Burg und versuchst Zeit zu kaufen und dann ist es häufig ein Rennen quasi um die Imperialzeit, dass einfach geschaut wird, oh, kann der Angreifer früher Imperial gehen und dann die Blöcke machen und damit halt dann den Verteidiger töten oder kann der Verteidiger früher Imperial gehen und die Blöcke machen und dann sich verteidigen. Also ist dann halt wirklich immer ein Kampf um die Imperialzeit, wer ist zuerst Imperial und wer halt zuerst Imperial ist. Also es sei denn, es sind halt bloß ein paar Sekunden Unterschied, aber wer halt zum Beispiel eine Minute früher Imperial ist, kann halt viel früher einen Bock raushauen, kann halt viel früher anfangen loszuschießen. Und also da machen schon 30 Sekunden eine Menge aus auf jeden Fall. Also wenn du 2 Minuten später Imperial bist, hast du wahrscheinlich schon deine Burg verloren und es sieht sehr, sehr mau für dich aus. Das ist halt, was man häufig sieht, so wenn man halt Castle Drop macht, Arena, was man auf den Channel treibt, einen Castle Drop macht, du hast 2 vergessen. Dann ist halt eben so die Strategie, wie gesagt, häufig schnelle Imperialzeit und dann halt gucken, wer zuerst die Wolke rausbekommt. Also es ist halt so das, was man am häufigsten sieht. Also ich muss mal zusammenfassend. Gut, jetzt macht er hier Bogenschützen. Du musst auch den Axtwaffen aufpassen, du verlierst ja einige, weil der jetzt Bogenschützen draußen hat. Dann mach lieber mehr Mang oder so. Dann kommst du, glaube ich, besser mit. Oh, jetzt machst du ein Dorfzentrum, okay. Wieso hast du das Dorfzentrum nicht neben den Stein gebaut, sondern neben dem Baum dort? Ja. Also was am meisten Sinn gemacht hätte, wäre eigentlich zwischen Stein und Gold, weil dann hättest du gleich 2 Ressourcen. Also ich finde es jetzt nicht schlecht, dass du dort ein Dorfzentrum hinbaust. Ich finde bloß die Position hätte man doch leicht verschieben können. Deswegen, ja, aber gut, ist egal. Das Spiel ist ja auch schon durch jetzt.
Aber die KI, wenn die schon schwer ist, die hat schon ein paar Tricks drauf. Ne? Also die hat jetzt gerade zum Beispiel mit Bauarbeitern dort den Rampenbau repariert. Das siehst du bei Menschen auch häufig, dass sie das machen. Das ist nicht ganz verkehrt. Ja, die ist schon echt schlau, finde ich. Denkt man gar nicht. Na, gerade wenn du vergleichst mit CD-Version und HD-Version. Ich meine, im Originalspiel waren die ja viel schlechter gewesen, wenn du das so vergleichst, so die Definitive KI. Die ist schon halbwegs vernünftig, ne? Also so einen ganz einfachen Tower Rush kannst du gegen die auch nicht machen. Da ist die auch schon so ein bisschen gefeit. Also auf manchen Karten, wo du halt auch boomen kannst, also auch so Wasserkarten, zum Beispiel Inseln, finde ich, ist schon eine extreme KI nicht schlecht. Also ich würde zwar trotzdem gegen die auch gewinnen auf einer Inselkarte, aber ja. Ich nehme die schon ernst, ne? Also wenn ich so spiele, 2 gegen 2, also ich habe zum Beispiel einen Kumpel, mit dem ich halt sehr, sehr viel spiele, der ist so etwa auf meinem Spielniveau. Also wenn wir da auf einer Wasserkarte gegen zwei extreme KIs spielen, ich sag mal so, zweimal Kumane oder einmal Kumane und einmal Franken gegen zwei gute Zivs dort, also gegen Japaner oder Taviten oder so, das wäre schon schwierig, ne? Und zwei gegen drei, das können wir eigentlich auch auf vielen Karten, dass wir halt so zwei, drei extreme KIs schlagen. Aber auf so einer Inselkarte, da kann das schon... Also auf einer Inselkarte würd ich die KIs eher im Vorteil sehen, tatsächlich. Aber, ja, wie gesagt, die KIs haben jetzt auch zugelegt. Also wenn ich das so vergleiche, wo in der HD-Version oder in der CD-Version noch, was sie da gespielt haben, also merkt man schon durchaus einen Buff dort. Aber die hatten ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit, ich weiß gar nicht... Oh, jetzt gibt er auf hier. Die hatten vor gar nicht allzu langer Zeit, haben sie auch nochmal einen Buff gemacht zu den... zu der KI selber, ich weiß gar nicht, wann das war, aber vor einem halben Jahr oder so, haben sie nochmal die KI überholt gehabt. Und das hast du auch gerade bei den Extremen gesehen. Ja, du hast jetzt hier bloß einen Townsnap bei dir an der eigenen Basis gemacht. Das finde ich ist nicht so gut. Hast jetzt auch gerade erst angefangen, hier noch ein Mining Camp zu machen. Was würdest du denn meinen, wie viele Dorfzentren man normalerweise baut auf Arena, wenn man 200 Pop hat? Auf Arena? Ja. Ich würde sagen 3. Ja, 3 ist sinnvoll, manchmal macht man auch 4. 2 ist ein bisschen wenig, aber sind wir auch auf das Ball. Was würdest du denn denken? Also man braucht auch manchmal bloß ein Dorfzentrum. Wann macht man das? Wann würdest du das denken, wenn man bloß ein Dorfzentrum macht? Wenn man halt rusht und den Gegner, also auf Arabien vielleicht? Nee. Ja, also allgemein, also... Das mit dem Rushen war schon eine gute Idee gewesen. Also ein Dorfzentrum macht man halt, wenn man aggressiv spielt, dass man quasi bloß Dorfbevölkerung aus einem Dorfzentrum rauspusht und so halt meine Augen hat, um halt Ritter machen zu können oder halt Infanterie und so weiter. Das sieht man auch auf Arena manchmal, also gerade wenn man einen Castle Drop macht, häufig baut man erst das zweite oder dritte Dorfzentrum, wenn man Richtung Imperialzeit aufsteigt. Also es ist auch sehr weit verbreitet, auf jeden Fall. Ja, das würde man halt machen, wenn man halt viel mit Jahr raushaut. Noch mehr würde man das machen, wenn man zum Beispiel auf Map-Präsenz geht, dass man sagt, okay, ich mache jetzt erstmal bloß ein Dorfzentrum und hau dort eine Speer raus aus dem Stall und ein paar Pikeniere, um sich halt die Reliquien zu sichern. Also wenn du halt aggressiv spielst, dann machst du halt weniger Dorfzentren und wenn du halt auf lange Zeit spielst, machst du halt mehr Dorfzentren. Es ist halt immer die Frage, wie aggressiv du gerade spielst. Und so ein Burgrush wird eigentlich aggressiv, oder? Ja, genau. Also ich habe ja gesagt, bis du die Burg gebaut hast, machst du erstmal ein TC bloß. Und dann, wenn du schon so ein bisschen Siege gemacht hast, also normalerweise ist die Reihenfolge Burg bauen, Klöster, Reliquien einsammeln, Waffenschmiede, um Mangen zu machen, dass du auch mit Siege pushen kannst, also mit Mangenswerkzeug pushen kannst. Das machst du erst normalerweise und dann würdest du quasi, dann machst du ein zweites Dorfzentrum und dann ist dir der nächste Kampf quasi als erster in der Imperialzeit anzukommen, dass du halt quasi ein Triböcke bauen kannst. Genau, das wär's so im Groben. Ja, aber hat mir eigentlich jetzt ganz gut gefallen gehabt. Ich habe jetzt eigentlich auch fast bloß wieder zugeschaut. Also ich habe bei mir in der eigenen Wirtschaft sehr, sehr wenig gemacht. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade wie eine mittlere KI gespielt hier. Bloß geboomt die ganze Zeit. Und ich war besonders gut. Ja, aber es war an sich nicht schlecht gewesen. Wie gesagt, was mir halt aufgefallen ist, ist halt, dass mit dem Multitasking jetzt das doch ein bisschen problematisch ist. Also du hättest halt wirklich dann auch noch die Klöster machen müssen, Mönche durchschicken müssen, Siege bauen müssen. Du hast halt so ein bisschen so alles nacheinander gemacht. Oh, jetzt mache ich erstmal das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Ja. Das war jetzt nicht schlecht gewesen, aber... Das muss schnell laufen dann. Das muss schnell laufen dann. Und auch die Build-Order muss dann sitzen im Endeffekt. Denn, also genau, du kannst also mit sowas kannst du halt noch gegen 900 Elo spielen.
ist alles kein Problem, aber so ab 1050 Elo sind halt schon alle Leute relativ schnell unterwegs dort. Also das sind alles Leute, die eigentlich eine gute Dark Age haben, also gut in der dunklen Zeit sind, die sehr effizient Fast Castle spielen können. Und also alles über 1000 Elo sind eigentlich schon Leute, die schon ziemlich gut sind, musst du dir sagen. Weil man muss halt auch bedenken, das erste Spiel kam 99 raus, also beziehungsweise das erste Spiel von Age of Empires 2. Der erste Teil kam ja 97 raus, Age of Empires 1 kam 97 raus. Dann kam ja das Grundspiel 99 raus. Wie ist das? The Kings. Das fällt mir gerade der Name nicht ein. Also auf jeden Fall, das erste Spiel von Age of Empires 2 kam 99 raus. Das heißt mit anderen Worten, es gibt ja auch Leute, die wirklich schon seit 24 Jahren das Spiel quasi spielen. Und das ist halt nicht wie bei anderen Spielen, die gerade erst raus sind seit einer Woche. Wo die Leute erstmal checken müssen, okay, wie funktioniert das Ganze? Sondern hier gibt es halt auch sehr, sehr viele Profis, auch auf YouTube sehr viele Profis, Viper, Hera und wie sie nicht alle heißen. Ja. Und wenn du halt gegen Leute spielst, die halt schon seit 20 Jahren spielen, ich sag mal so, es ist nicht einfach, ein durchschnittlicher Spieler zu sein in diesem Spiel. Weil es halt sehr, sehr viele gibt, die halt sehr gut spielen können. Es ist halt nicht wie bei anderen Spielen, wo man das halt von irgendwelchen Shootern kennt, die dann halt rauskommen und halt für jeden ist es neu. Und jetzt sind halt wirklich auch viele Veteranen unterwegs, die halt dann auch 10, 15, 20 Jahre schon das Spiel spielen. Und das ist natürlich klar, ne? Wenn du halt so gegen Leute spielst, die halt so viel Erfahrung haben, dass das alles nicht so ganz einfach ist. Also ich habe jetzt erst neulich gegen einen gewonnen gehabt, das war ein sehr knappes Spiel. Der hatte über 2000 Spiele im 1 gegen 1 gehabt. Und ja, wenn du halt so viele Spiele gemacht hast, also wenn du halt schon 2000, 3000 Spiele gemacht hast, dann hast du alles gesehen irgendwie, dann hast du halt die Erfahrung. Und ja, das sind halt auch dann auch Leute, was du so langsam triffst ab 1000 Elo. Und die wissen halt schon, wie es funktioniert im Endeffekt. Also kurz gefasst, es ist nicht ganz einfach in diesem Spiel gut zu sein, weil einfach so viele Leute unterwegs sind, die halt so viel Wissen haben und so viel Erfahrung haben. Ja, und viel mehr Zeit hatten. Mhm. Genau. Aber ich denke, du bist eigentlich ein überdurchschnittlicher Spieler damit, denn wir müssen was betrachten. Also wenn du jetzt, ich hätte dich jetzt nicht auf 1000 Elo geschätzt, wenn ich das so sehe, hätte ich dich eher so auf 800 bis 900 geschätzt. Ich weiß jetzt noch nicht, wo du dich einpegeln wirst, nach vier Spielen bist du jetzt bei knapp 100.000. Also ich schätze es eher so Richtung 900 Elo ein. Okay. Aber ich denke, es ist an sich ein Potenzial. Du hast so an sich die richtigen Ideen. Es ist halt, wie gesagt, so eher Multitasking noch eine Sache und dass du schnell Einheiten raushauen musst. Aber so im Groben ist es eigentlich nicht schlecht. Also ich denke, man muss auch bedenken, Ranked spielen ja gar nicht so viele Leute. Also ich hatte jetzt mal irgendwo gelesen gehabt, dass irgendwas zwischen 10 und 15%, 12% der Leute ungefähr spielen Ranked überhaupt. Und auch über die Hälfte der Spieler spielt tatsächlich gar nicht Multiplayer. Also die meisten Spieler, über die Hälfte der Spieler, die machen tatsächlich bloß Kampagnen und so kleine Skirmishes gegen KI tatsächlich. Ja. Und wenn du halt das auch noch mit reinrechnest, dass du halt viele Leute hast, die halt eher Kampagnen spielen und halt gar nicht mit anderen Leuten spielen. Also ich denke, wenn du jetzt so gegen Leute spielen würdest, die halt bloß bisher Kampagnen gespielt haben, die nie kompetitiv gespielt haben, die nie Ranked gespielt haben. Also ich würde mal meinen, dass du gegen 80% von denen wahrscheinlich gewinnen würdest. Also wahrscheinlich bist du jetzt schon so überdurchschnittlich, denn wie gesagt, viele Leute, die spielen das halt nicht ernst, die machen das halt bloß aus Spaß oder halt aus Nostalgie, weil die halt das als Kinder gespielt haben. Und wenn du halt gegen so Leute spielst, wie, das will ich Olivier nicht wieder schlecht machen, aber wenn du halt gegen Leute spielst, die halt bloß Kampagnen machen, also ich glaube, da hättest du schon ziemlich gute Chancen, dass du da gewinnst, wenn man da einen raussuchen würde, zufällig. Gut. Ich würde erstmal hier einen Cut machen, was das Ganze ego-mäßig betrifft. Ich habe dir jetzt schon einiges dazu gesagt. Was du halt üben müsst, ist halt mit diesen Rehen oder Ibexen, die halt gespawnt werden. Oder Zepas und Streuße sind es auch manchmal auf Wüstenkarten. Du müsstest halt deine Ressourcen reintreiben, mit dem Scout dann aufpassen. Wie gesagt, allgemein auch dort Multitasking drauf achten. Vorausschauend auch planen. Das war auch oft das Problem gewesen. Du hattest dann 12 Leute auf einem Wildschwein drauf, aber das nächste Wildschwein war noch nicht angelockt gewesen. Da musst du halt dann auch wirklich schauen, okay, meine Ressourcen sind ja gleich aufgebraucht, das Wildschwein ist jetzt bei 100 Nahrung. Ich muss mal langsam mich auf den Weg machen, dass ich das zweite Wildschwein eintreibe. Genau, also du müsstest eigentlich, also man kann jetzt natürlich nicht immer 10 Minuten in die Zukunft schauen, weil man weiß nicht, was der Gegner macht. Wenn der Gegner mit Türmen ankommt, dann, und du wolltest einen Castle überhaupt machen ursprünglich, dann verhaut das ja die Strategien. Also man kann eigentlich in diesem Spiel nicht 10 Minuten in die Zukunft schauen. Aber du solltest eigentlich mindestens 30 Sekunden bis 2 Minuten immer in die Zukunft schauen und dir überlegen, okay, was mache ich jetzt in einer halben Minute, was mache ich jetzt in einer Minute und so weiter, dass du quasi schon mal so einen groben Plan im Kopf hast. Ja. Und du musst halt, es ist halt wie im Autofahren, immer vorausschauend handeln. Du musst halt immer schauen, was mache ich als nächstes. Denn ja, wenn du halt dort das Wildschwein aufbaust und dann merkst, oh, jetzt habe ich 12 Arbeitslose,
Die machen alle nichts, ich habe nicht mal Spectre Trees, ich kann also nicht mal dort Bäume neben dem PC schlagen. Ja, das ist halt schwierig, ne? Also ich frag dich mal ganz dumm. Ja. Also ein Dorfwohner kostet 50 Nahrung, das weißt du ja bestimmt. Was würdest du denn schätzen, wie viel so ein Dorfwohner erwirtschaftet ungefähr in einer Minute? Einer. Vielleicht 25. 25, das ist gar nicht schlecht geschätzt. Also auf Farmen, wo man die Geschwindigkeit nicht wirklich erhöhen kann, was die eintreiben. Also außer durch halt Schubkarre, aber das erhöht es nicht so sehr viel. Das sind so ungefähr 20, kann man sagen, so im Groben. So mit manchen Civs, die Boni haben, wie Slaven, kriegt man vielleicht 25, 26 hin. Holz und die Metalle kann man relativ gut abbauen, beziehungsweise Gold und Stein kann man ziemlich gut abbauen. Wenn man diese ganzen Upgrades hat, also ich glaube mit allen Upgrades kann man Holz 30 die Minute hacken. Aber kurz gefasst, also du kannst davon ausgehen, bei 12 Bevölkerung, wenn die nichts machen, jede Minute kostet dich das halt 12 mal 20 Ressourcen, also 240. Also das heißt quasi, wenn du zu spät ein Wildschwein anlockst und du gehst erst ins nächste Wildschwein locken, wenn bereits dein erstes Wildschwein aufgebraucht ist, dann stehen halt dort 12 Leute eine halbe Minute rum zum Beispiel, 30 Sekunden. Und du würdest allein deswegen, weil du halt zu spät das Wildschwein anlockst, würdest du, wenn man das wirtschaftlich durchrechnet, also über 100 Ressourcen verlieren. Und ja, 100 Ressourcen ist dann halt wieder, heißt für dich, dass du halt dann eine halbe Minute später in deinem Prahlzeit bist oder in der Ritterzeit erstmal bist, dass du eine Burg später bauen kannst, dass du später Stein haben wirst, um deine Burg zu bauen, etc., etc. Und ja, also so ein kleiner Fehler oder was man als kleinen Fehler sehen würde, okay, du hast vergessen, das nächste Wildschwein anzulocken bereits oder du hast dir noch keinen Plan gemacht, was mache ich jetzt als nächstes mit den Bauern. Also wenn du halt sowas machst, das kann halt wirklich dich um eine Minute verzögern. Und wenn halt dann der Gegner ankommt und eine Burg baut und eine Minute schneller ist als du, ich habe ja schon gesagt, ne, also wenn du einen Tribok eine Minute früher rausbekommst als der Gegner, dass du eine Minute früher quasi angreifen kannst, das kann wirklich schon einen Unterschied wie Tag und Nacht machen, weil dann kannst du schon 5 Schüsse oder so landen mit deinem Tribok, ehe der Gegner seinen Tribok aufgebaut hat überhaupt, machst du bereits einen Schaden von 1500, 2000 gegen seine Burg. Also mit anderen Worten, machst das Ding schon halb kaputt quasi, ehe er überhaupt anfangen kann. Also so ein kleiner Fehler, wie gesagt, das kannst du halt das Spiel dann schnell durchziehen, dass du halt langsamer bist. Wenn du Ressourcen hast, dann hat der Gegner schon früher Militär. Oder du hast auch angefangen, Militär zu machen, du hast plus 8 Bogenschützen, der Gegner hat schon 12. Dann killt er deine Bogenschützen, auch noch sehr kosteneffizient. Denn du wirst 8 verlieren, er wird dabei vielleicht 6 oder 5 verlieren. Dann hat er noch 9 übrig und so kleine Fehler, das ist halt, das kann sich halt wie so ein Schneeball quasi ausbreiten. Weißt du, dass halt der Gegner halt eine geringfügig schlechtere Abzeit auch ausnutzen kann. Also auf hohem Niveau zum Beispiel, wenn du halt eine Minute später bist als der Gegner, da ist es eigentlich schon ziemlich GG auf jeden Fall. Also wenn dort ein Viper ankommt und der vergisst eine Minute lang dann sich hochzuklicken zur Ritterzeit, also er würde das nicht vergessen, weil er da drauf achtet, aber falls er das vergessen würde und er vergisst dort für eine Minute das Dorf dann zu benutzen, dann wäre das Spiel schon sehr, sehr schwierig. Also wäre schon sehr, sehr schwierig, dann für ihn dort nochmal zurückzukommen. Auf dem Noob-Niveau oder jetzt so auf dem Low-Elo-Niveau, so bis 1000 Elo, ist es jetzt nicht so schlimm, das sind kleine Fehler noch verzeihbar, weil teilweise auch die Leute dann Einheiten einstellen oder schlechte Entscheidungen treffen, dass man die falschen Einheiten produziert oder zum falschen Ort schickt und so weiter und so weiter. Also so kleine Fehler oder überschaubare Fehler, das geht noch so auf Noob-Niveau, aber so auf Profi-Niveau, wenn du 2 solche Fehler machst und dann halt 2 Minuten hinterherhängst, dann bist du eigentlich durch. Also auf Profi-Niveau, die können das alles ausnutzen, jeden einzelnen Fehler dann ist das Spiel eigentlich schon durchentschieden, wenn du 2 so Fehler machst. Genau, also ich wollte jetzt keinen riesengroßen Vortrag halten, aber ich wollte halt bloß erklären, also wenn du halt einen Eber zu spät anlockst, das wäre jetzt schon ein Fehler, wo 2 oder 3 von der Art, das würde schon ausreichen, um halt einen Profispieler das Spiel zu versauen, genau. Ja, was große, dumme Folgen haben könnte, ne? Ja, genau. Es sieht immer sehr unwichtig aus teilweise, wenn du so Sachen machst, aber wie gesagt, also man unterschätzt es halt auch gerne. Das ist halt auch mit Raids, ne? Also wenn du jetzt auf Arena, auf Arabia bist, nicht Arena, Arena haben wir gerade gespielt, wenn du auf Arabia bist, also auf einer offenen Karte und dann Scouts reinkommen, was wäre denn deine Antwort, wenn jetzt eine Speer bei dir in die Basis reinkommt? Was würdest du machen? Ich frag mal ganz dumm. Für die Speer mache ich die Plänkler, also diese aus der Kaserne. Plänkler sind die Schwerwerfen, genau, Schwerkämpfer würdest du machen, genau. Ja, also das ist schon mal gut, wenn du präventiv, also gerade wenn du gegen ein Volk spielst wie Franken, die machen ja auch meistens Scout Rush. Also manche machen dir was anderes, aber in 90% der Spiele machen die eigentlich einen Scout Rush. Also wenn du gegen Franken spielst auf Arabia, da weißt du eigentlich schon fast sicher, da werden Scouts reinkommen. Bitte, du hast was gesagt gehabt, sag doch mal. Ja, die sind ja prädestiniert dafür. Aber ja, was, ich war mal ganz dumm, was würdest du denn machen? Also
Das ist natürlich mal schlau von dir, wenn du sagst, okay, die wollen mit Scouts kommen, ich mach was, zwei Speerkämpfer zur Verteidigung. Das finde ich auch gut, mache ich auch meistens gegen solche Völker. Was würdest du aber denn jetzt machen, wenn du jetzt noch keine Speerkämpfer hast, weil der Gegner schneller war als du zum Beispiel oder du einfach das vergessen hast oder was auch immer. Wenn du jetzt also noch keine Speerkämpfer hast, was machst du denn dann? Kommt ja drauf an, wie viele Scouts wird dann. Ich gehe mal von dreien aus. Drei ist ziemlich standardmäßig. Also man sagt immer so, drei bis vier ist eigentlich normalerweise Standard. Entweder versuche ich mich einzuweilen, so wie das hier die YouTuber aufmachen hier. Okay. Um die Ressource herum. Und ich baue ja sowieso schon auf Arabien meine Häuser so, dass ich eine leichte. Ein bisschen Ball machen schon. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Genau, weil die Antwort hat mir jetzt auch gut gefallen. Also ich würde nämlich auch empfehlen, sich versuchen irgendwie einzuwohnen. Was du auch gesagt hast, um die Ressource ist auch wichtig, dass du ein paar Häuser oder Palisaden baust, dass quasi deine Leute weiter holzen können. Weil das ist eben auch sehr häufig so auf den kleineren Niveaus, dass dann die Leute entweder die Leute ganz weg sind von der Woodline, dass sie halt kein Holz mehr einnehmen und dann woanders dann geschickt werden, oder das Allerschlimmste ist eigentlich, die Dorfglocke zu läuten. Weil dann kommen alle an, die in der Nähe sind von diesem Dorfzentrum und gehen in das Dorfzentrum rein. Und ja, das ist halt ganz schlecht dann. Denn ja, dann verlierst du zwar keinen Bauern, aber es ist halt immer noch besser, ein, zwei Bauern zu verlieren, als wenn halt 20 Leute halt eine Minute lang halt nichts machen quasi. Ja. Wenn du halt zum Beispiel wartest, oh, jetzt warte ich erstmal, bis der Sperrkampf rauskommt. Weil wenn du halt mit 20 Leuten eine Minute lang nichts machst, verlierst du halt 200 Ressourcen. Und wenn du halt zwei Bauern verlierst, verlierst du halt 100 Ressourcen. Na gut, plus auch noch, was die einnehmen würden über die Zeit. Aber es ist normalerweise sogar noch besser, zwei Bauern zu verlieren, als dass du halt drauf eine Eidelzeit hast. Weil das ist das Nächste, was gerne unterschätzt wird. Also tatsächlich ist ganz, ganz viel untätige Dorfbevölkerung zu haben, ist eigentlich schlimmer als ein, zwei Leute zu verlieren im Endeffekt. No, das okay. Ist da auch mal wichtig. Aber wenn du schon sagst, du wolltest dich ein und du baust die Häuser schon direkt so, dass die gar nicht reinkommen können, und falls sie doch reinkommen, dann machst du Häuser und Palisaden und wartest dich an der Ressource. Das ist eigentlich die beste Antwort, was du geben kannst, weil das ist eigentlich die beste Antwort darauf. Und halt, wie gesagt, vielleicht präventiv einfach einen Sperrkampf mit hinschicken, dass die gar nicht so einfallen können dort. Genau. Kommt ja auch meistens darauf an, auf was man sich vorher festgelegt hat. Ne? Also, wenn man jetzt selber so einen Bogenschützen-Rush machen möchte oder so, kann ja sein, dass der andere mit seinen Scouts zu spät kommt und man hat schon genügend Bogenschützen. Ne? Das ist dann die Frage halt. Wobei Bogenschützen sich so toll sind gegen Scouts. Also, du hast halt Welle, ne? Und kannst du dann die Bogenschützen halt die Welle stellen, ja, und sagen: genau. Aha, ich kann dich treffen, aber du kannst mich nicht treffen. Das Bogenschützen wieder gut auf jeden Fall. Aber die sind gar nicht so gut gegen Scouts eigentlich. Also wenn du mit gleichen Zahlen ankommst, vier Bogenschützen gegen vier Scouts, müssten eigentlich die Scouts das gewinnen, weil die einfach die besseren Werte haben. Genau. Und Plänkler wären ganz schlecht, weil Plänkler haben eine Mindestreichweite. Ja. Das heißt, die werden gefundenes Fressen quasi für die Scouts. Also vorrangig natürlich Sperrkämpfer. Was würdest du schätzen, mit wie vielen Scouts kann man den Sperrkämpfer angreifen, dass es wieder wirtschaftlich ist ungefähr? Wie viele Scouts Sperrkämpfer angreifen? Also was für ein Verhältnis? Also wenn du jetzt einen Sperrkämpfer hast, wie viele Scouts müssten jetzt einen Sperrkämpfer zugleich angreifen, damit das wieder halbwegs... Bitte? Ich glaube drei. Drei, ja genau, drei ist richtig. Na, weil zwei würden schon gewinnen, aber dann verlierst du auch einen Scout. Würde also heißen, ein Scout kostet 80 Ressourcen, Sperrkämpfer plus 60. Wäre also wirtschaftlich für den Sperrkämpfer besser. Und wenn du mit drei ankommst, dann überleben das alle drei. Einer wäre ziemlich geschwächt, aber du hättest halt einen Sperrkämpfer getötet. Und jetzt halt dann die Option, später den Scout mal aufzuheilen. Genau. Ich wollte dir mal einen Cut machen, was das Ganze wirtschaftlich betrifft. Ich habe dir, wie gesagt, woran du arbeiten kannst. Also wenn du dir das zu Herzen nimmst, gerade auch mit Multitasking und den Rehen eintreiben. Das halte ich für sehr wichtig, denn das sind alleine auch nochmal um die 500 Ressourcen, was du da bekommst. Also viele verschwinden ihre Rehe, die essen die nicht. Aber ich finde, die Rehe zu essen, das ist schon sehr wichtig auf jeden Fall. Also gerade auch, um schnell aufsteigen zu können zu Ritterzeiten und dann die Burgen droppen zu können. Okay. Ja, die habe ich noch nie so in Betracht gezogen, ne? Ja, aber die sind echt wichtig. Tatsächlich sind auch die Wildschweine sehr, sehr wichtig. Also die Wildschweine sind eigentlich wichtiger als die Schafe tatsächlich. Also ein Wildschwein ist... Die Wildschweine, da sammelt man ja schneller Nahrung. Genau, die sammeln schneller und vor allem ist es halt auch eine riesengroße Menge mit 240 Nahrung. Beziehungsweise bei Elefanten sind es sogar 400 Nahrung. Auf manchen Wüstenkarten hast du anstatt von Wildschweinen dann Elefanten. Ja, also das ist halt sehr wichtig dann. Ist übrigens auch beim Scouten wichtig, wenn du Arabia spielst, dass du erstmal schaust, oh, wo sind die Wildschweine? Weil die Wildschweine finden eigentlich ist tatsächlich wichtiger, als erstmal alle Schafe zu finden.
Also wenn du zwei Schafe nicht findest, ist das weniger schlimm, als wenn du einen Wildschwein nicht findest. Ich drück's mal so aus. So. Ja, ich habe dir jetzt alles gesagt. Du kannst ja auf YouTube dann sonst die Wiederholung anschauen, was ich dazu gesagt habe. Ich würde dir das Eco-Ding abschließen. Und falls du Bock hast, können wir gleich noch ein Video machen, dass du Ranked spielst quasi. Du kannst mal Arena dann für dich favoriten. Dass du quasi ja. Arena dann auswählst als Karte. Und ich würde dir wirklich bloß zuschauen und quasi Tipps geben und einfach schauen, ob wir dich zusammen, also du als Spieler und ich als Berater quasi, ob wir das im Duo schaffen, dich heute noch über 1000 Elo drüber zu pushen. Das sollte eigentlich möglich sein. Ja. Ja, was uns sonst, also ja, wenn du Bock hast, können wir das machen. Dann spielst du noch eine Ranked und ich gebe einfach Tipps dabei und versuche dir zu helfen, dass du das Spiel gewinnst dann. Ja, ich würde kurz dampfen gehen und dann können wir das machen. Oh, es geht zu später dampfen. Gut, dann lass mich aufs Klo gehen und einen Tee trinken. Du gehst eine Runde dampfen, ich mache einen Cut und dann mache ich dann ein zweites Video, wo wir dann nochmal bloß Ranked versuchen einmal, ob wir dich über 1000 Elo schaffen können heute. Wann treffen wir uns ungefähr wieder? Wie lange dauert das, einen Tee zu machen? 5 Minuten? Ja, lass mal in 10 Minuten treffen, würde ich sagen. Jetzt haben wir es gerade 40, dann lass mal 19:50 ungefähr treffen. Noch ein letztes Spiel. Okay, machen wir so. Jo, sehr gut, dann danke ich dir fürs Video und für deine Zeit. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen... Danke dir. Ja, gerne, gerne. Und ich hoffe, ihr als Zuschauer habt ein bisschen Spaß dran gehabt. Vielleicht konntet ihr was daraus lernen, aus diesem Coaching-Video. Genau, Daumen nach oben ist gerne gesehen. Kommentare könnt ihr gerne schreiben, falls ihr irgendwas zu bemäkeln oder zu bemerken habt, in welcher Hinsicht auch immer. Genau, und ansonsten sehen wir uns vielleicht im nächsten Video, wenn wir gleich noch eine Runde Ranked spielen und versuchen, den guten Marvin über 1000 Elo zu pushen. So, dann mache ich meinen Cut und bis zum nächsten Video.